Mit der dunklen Jahreszeit versuchen wieder immer mehr Einbrecher in Südbaden ihr Glück. Doch in diesem Jahr macht die Polizei mit verstärkten Kontrollen und anderen Maßnahmen Jagd auf die Verbrecher. Das zeigt bereits erste Erfolge. Trotzdem sind die Beamten jetzt auf die Mithilfe von Betroffenen, Nachbarn und anderen Augenzeugen angewiesen, um noch mehr Einbrüche zu verhindern. Insgesamt haben wir immer noch den Eindruck, dass die Leute einfach so ein bisschen eine Hemmung haben, 110 anzurufen, weil sie denken, das ist jetzt eine Kleinigkeit oder sie geben dem Ganzen nicht so die Bedeutung bei. Aber für uns ist jeder Hinweis wichtig. Wir sind dann mit unserem Konzept, wenn wir Kräfte im Raum haben, auch in der Lage, mal mit 5, 6 bis zu 10 Streifen zu fahnden und damit auch einen Fahndungsdruck auszulösen. In der Regel verschaffen sich die Einbrecher mit einfachsten Werkzeugen Zutritt zu den Wohnungen und hinterlassen bei ihrer Suche nach Wertvollem dort dabei oft eine Spur der Verwüstung. Und bei den Opfern nicht nur finanzielle, sondern auch emotionale Schäden. Dieser Eingriff in diesen intimsten Bereich der Wohnung ist für betroffene Menschen unglaublich schlimm. Wenn wir mit Personen reden, die Einbruchsopfer geworden sind, dann stellt man sehr schnell fest, was für gravierende Eindrücke dadurch hinterlassen werden. Und das kann also bis hin zur Traumatisierung gehen, dass Menschen ihre eigene Wohnung nicht mehr betreten wollen, dass sie sich in den eigenen 4 Wänden nicht mehr sicher fühlen. Mit einem erhöhten Fahndungsdruck hat die Polizei in fast allen südbadischen Landkreisen außer Lörrach bereits erste Erfolge erzielt. So stehen im Raum Emmendingen innerhalb nur weniger Minuten bis zu 40 zusätzliche Einsatzkräfte nach einem Einbruchsnotruf bereit. Und auch die Hausbesitzer rüsten immer weiter auf. Es ist tatsächlich so, dass wir mittlerweile über 40% aller Einbrüche allein technisch verhindern können. Das heißt, die Quote der Einbruchsversuche liegt bei über 40%. Beinahe jeder zweite Einbruch gelingt nicht, weil die Fenster und Türen entsprechend gut gesichert sind. Damit der positive Trend auch weiter anhält, dürfen die Einsatzkräfte jetzt nicht nachlassen. Und dafür ist es umso wichtiger, dass Betroffene keine falschen Hemmungen haben, im Ernstfall auch den Notruf zu wählen. Baden FM.